Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder bei Armored Warfare dabei seid. Und heute seht ihr von mir einen neuen Panzer, und zwar den Tier 10 Challenger 2 ADTU. Ein wirklich schwerer Brocken. Und bevor wir natürlich ins Gefecht springen, schauen wir uns den auch mal ein bisschen an. Die Details. Eigentlich 23 Millionen schwer, also das müsst ihr investieren, wenn ihr den Panzer haben wollt. Und natürlich ein Brite. Der Challenger 2 ADTU ist eine moderne Version des Challenger 2, die dem alten Design neues Leben einhaucht. Der britische Kampfpanzer besitzt im Vergleich zu seinen Vorgängern verbesserte Ortung und optimierte Panzerung. Der Schaden sind 750 knapp mit einem Durchschlag von 730. Der anhaltende Schaden, typisch für einen schweren Panzer, nicht allzu hoch, mit 5000 Nachladezeit sind 9 Sekunden. 3500 Hitpoints haben wir und die Panzerungswerte wie folgt. Mobilität, knapp 60 km/h Höchstgeschwindigkeit, die Ortung natürlich für den Kampfpanzer eher mau. Die Zielerfassung dafür sehr gut, und ich denke mal, das sind Werte und Fakten, mit denen wir da ein schönes Gefecht machen. Also springen wir rein und schauen, wie es sich da so verhält. Da haben wir also die Operation Hydra. Das Kartell ist im Besitz eines ganzen Lagers mit chemischen Sprengköpfen. Wer weiß, wo sie diese Dinge einsetzen, wenn wir sie vorher nicht aus der Hand reißen. Ober das Lagerhaus. Und die Nebenmission: zerstöre die 3 Raketenwerfer. Ja, das sind doch alles 3 machbare Aufgaben. Und gerade hier Richtung Lagerhaus sollte es doch auch ganz gut mit dem Panzer gehen. So. Muss hier noch ein bisschen. Ich bin zwar hier mit dem schweren Jungen unterwegs, aber ich brauche es ja nicht übertreiben, so dass ich direkt von allen beschossen werden kann. Also gehen wir mal auf die Jungs, die gut gehen. So, hau ich dir halt da oben drauf. Kein Problem. So ein Thunderbolt ist auch schön machbar, und wir sehen bisher, kommen wir mit der Panzerung sehr gut zurecht, die uns hier gegeben ist mit dem. Identifizieren. Und dementsprechend kann man auch ein wenig aggressiver sein, außer die Arti kommt da und nervt einen. Ah, die Kette repariere ich jetzt nicht. So. Das läuft schon mal sehr rund. Die Arti ist hier ein nerviger Gegner. Gegen den Warrior. So, und die Arti hält hier immer weiter auf uns drauf. Aber noch habe ich genug Hitpoints. Sehe ich kein Problem aktuell. Und der brennt hier. Der M8. Also bisher kommt man wirklich mit dem Damage hier sehr gut zurecht, wie man sieht. Da war ein fetter Hit. Also bis auf die Paladin Arti läuft es hier wirklich sehr gut für uns. Fühlt sich auch wirklich solide an, also muss ich sagen, fährt sich schön. Das Einsatzziel des Sekundäre wurde hier gleich erfüllt. Und wir können weiter Richtung Front fahren. Das Lagerhaus ist auf einem Hügel auf der anderen Seite des Flusses. Immer noch viele feindliche Aktivitäten in der Gegend. Seid auf der Hut. Aber ihr seht, die Schellen, die darüber kommen, die sind wirklich sehr, sehr fein. Also da kriegt man schon ordentlich was raus. Oh, 30 Hitpoints.
Und auch mit den 10 Sekunden Reload funktioniert es ganz ordentlich, muss man sagen. Also bisher für PvE wirklich ein schöner Panzer. So. Der Leo bekommt auch gleich nochmal eine. Vielleicht sehe ich irgendwann jetzt mal die Arti. Freuen wird's mich, ja. So, Stingray bekommt hier auch eine rein. So. Und wir sehen, so von unseren Hitpoints und unserer Struktur funktioniert es schon wirklich fein. So. Ah. Der erste, der jetzt mal nicht so klappt wie gewollt. Und hier auch jetzt da den Damage, den wir bekommen. So, der ist weg. Die Raketenwerfer sind alle zerstört. Also jetzt geht es wirklich nur noch ums Lagerhaus. Kein Problem, junge Dame. Wir halten die Stellung. Oh, ein Merkaba. Da will ich natürlich schnellstmöglich hin und da noch ein bisschen Schaden anbringen. Noch habe ich auch genug Munition noch am Start. So, der PL1, der ist da ganz schön risky vorne. Muss er aufpassen so ein bisschen. Der Kill, den hole ich mir. Und den auch. So, jetzt klappt's auch mit den Killshots. Und hier jetzt wieder der Damage drauf. So, jetzt hat er mich zwar hier gekettet, aber vielleicht kann ich da auf den Thunderbolt. Kanone dreht rum. Ah, und da hinten noch eine Paladin-Arti. Ah, da habe ich ein bisschen zu schnell. Da dachte ich mir, so lang ein Emin brauche ich da gar nicht. Geht auch so, aber man sieht, denkste, man muss es halt doch machen. Ein Emin, ein Emin. Ja, so macht man das dann. Dann kommt auch der Damage rein. Wen oder was haben wir denn da? Aber wir warten einfach, bis er ein bisschen die Seite zudreht. Dann klappt es auch gut mit dem Hit. Jetzt habe ich gedacht, er könnte hier vielleicht noch ein bisschen weiterfahren. Aber das tut er hier mir den Gefallen nicht. Kommt jetzt aber zurück. Ah. Nicht schön und sauber gezielt. Kette da mich wieder. Kein Problem. So. Ich will jetzt ihn hier haben, weil er ist so der, der mich die ganze Zeit gefühlt genervt hat. So. Machen wir es im Nahkampf. So, und alle zerstört. So, und wir haben die Welt sicherer gemacht, wenn das nicht die Genugtuung ist. Und ich glaube, wir haben eine schöne Runde an den Tag legen können. Und der Challenger fühlt sich richtig vernünftig an. Also,
muss ich sagen, für einen Zehner, der ist stimmig, der ist ein guter Allrounder. Hat mir sehr gut gefallen auf den ersten Blick, auf den ersten Fahrer, sag ich mal. Jetzt schauen wir mal, was so die Endauswertung noch so mit sich bringt. Ob ich da mich einigermaßen wacker hab schlagen können als Zehner oder ob mir die Neuner was vorgemacht haben. Also zum ersten haben wir die Zielerfassung und hier, was ist das? Das Teamwork, weil keine Verluste. Wir haben 13.000 Spähschaden gemacht, 22.000 Schaden knapp erteilt. Und sehen hier, dass ich im Team auf den zweiten Platz gekommen bin. Im Schaden konnte ich sogar mir den ersten Platz sichern. Und die Details, 112.000 gab es da am Ende raus. Ja, ich finde, ein schönes, feines Gerät. Klein ist es definitiv nicht, aber erstrebenswert, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.